Hallo zusammen, ich bin's, die Lisa. Keine Sorge, ich singe jetzt nicht ein Bett im Kornfeld. Ich möchte euch heute nämlich zeigen, woher das Getreide eigentlich kommt, das so wahnsinnig wichtig für unsere Ernährung ist. Und da beginnen wir am besten hier auf dem Acker von Familie Göckele in Schwaben. Auf geht's! Hallo Tanja, ich sehe schon das goldgelbe Getreide vor uns. Welche Art ist denn das genau? Hallo Lisa, also das ist jetzt ein Weizen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich ziehe jetzt da einen raus. Und wir sehen jetzt da schon, die Wurzeln sind eigentlich ein bisschen länger, das heißt tiefgreifender. Wir haben einen langen Halm. Und der Strohhalm selber, der ist bei allen Getreidesorten gleich. Wo sich's unterscheidet, ist es an der Ähre. Und wenn wir da jetzt mal gucken, das hat einen Spelz natürlich um das Korn, das ist Korn geschützt. Und schau doch dir mal das genau an. Nimm mal so ein Korn raus. Ging's leicht raus? Ja, eigentlich ganz leicht, ja. Genau. Und das ist das Zeichen, dass es reif ist. Also jetzt kann man sagen, so wie es da steht, wir haben jetzt so richtig super Glück gehabt. Kein Windstoß, kein Unwetter, das uns das Getreide flachgelegt hat. Jetzt können wir natürlich halt richtig super dreschen. Jetzt knicke ich mal den Halm. Der ist jetzt innen hohl. Das ist jetzt auch so, dass man jetzt sagen kann, die Getreidehalme, die sind innen hohl. Also alle Getreidehalme sind innen hohl. Und im Vergleich zu vielen Blumen, die natürlich innen gefüllt sind. Na klar, deshalb war Strohhalm. Ganz genau. Aber mit Chillen und Cocktailschlürfen hat die Arbeit von Familie Göckele auf dem Feld herzlich wenig zu tun. Das Getreide wächst nämlich nicht einfach so. Da steckt bestimmt viel Arbeit dahinter, oder Erich? Ja, Lisa, bestimmt. Ich stich dir mal schnell ein bisschen am Boden raus, dann zeige ich dir mal was. So sollte der Boden sein, feinkrümelig, schön durchwurzelt mit ihrem Ganzen, damit er auch ein bisschen locker ist. Und den bringt man eigentlich zusammen, wenn man im Herbst, bevor man schon aussieht, eine Zwischenfrucht vorlegt, wie zum Beispiel ein Ölrettich. Der lockert den Boden, bringt Nährstoffe rein. Und dann richten wir den Acker her durch das Pflügen. Und dann säen wir. Und dann müssen wir aufpassen, dass die Beikräuter nicht durchkommen. Und im Frühjahr schauen wir dann, dass wir keine Pilzkrankheiten reinkriegen. Und weil du vorher gesagt hast, säen, macht ihr das noch alles per Hand? Nein, die werden schon mit dem Traktor und mit der Sämaschine. Wir haben praktisch eine Kreislege, aufgesattelte Sämaschine und da zieht man dann das durch. Das wäre ein bisschen viel Arbeit mit der Hand. Solange das Getreide auf dem Feld wächst, muss es der Bauer also beschützen, bis es dann von dem gewaltigen Gebiss dieses Räubers verschlungen wird. Rah! Quatsch, das ist natürlich nur ein Mähdrescher und dem schauen wir jetzt bei der Arbeit zu. Ja, Erich, ich sehe schon, du sitzt schon auf deinem Chefsessel im Mähdrescher. Wie funktioniert der denn eigentlich? Ja, man sieht jetzt da vorne das Messer, das schneidet den Halm ab. Der Haspel zieht es rein, die Schnecke befördert es dann in den Mähdrescher rein, da wo die Trommel ist. Die Trommel trischt dann das von der Ähre aus, das Korn. Das Korn kommt hinten in den Korntank und das Stroh geht raus und fällt wieder auf den Acker. Bleibt das Stroh dann einfach liegen? So wie wir es jetzt da haben, bleibt es nicht liegend, aber wegfahren. Das kriegen die Tiere als Einstreu oder als Raufutter. Thank you.
Wahnsinn, wo Getreide eigentlich überall drinsteckt. Und genauso überrascht bin ich darüber, wie viele verschiedene Getreidearten es eigentlich gibt. Tanja, ich habe jetzt mal frisch gemahlenes Weizenmehl schon mal mitgebracht, aber ich sehe schon, du hast viel mehr aufgebaut. Kannst du mir ein bisschen was dazu erklären? Ja, Lisa, schau, ich fange mal auf meiner Seite mit dem Roggen an. Mhm. Die Grannen, das siehst du, das ist eine lange Ehre. Dann haben wir als nächstes den Weizen, das ist buschig dicht. Mhm. Und dann haben wir den Dinkel, der hat eine langgezogene Ehre. Und den Hafer, das ist eine Rispe. Mhm. Und dann haben wir die unterschiedlichen Körner. Du siehst jetzt, der Roggen ist möglichst dunkel. Mhm. Weizen und Dinkel sind relativ gleich. Ja. Und schau, jetzt haben wir da verschiedene Produkte. Was denkst du, wo wird was zugeordnet oder aus was wird das gemacht? Also im Brot, da die tippen, ist ein Roggenmehl drinnen, weil es eher dunkler ist. In der Semmel würde ich jetzt sagen, weil es so hell ist, ein Weizenmehl. Naja, da sagt der Name, das kenne ich von meinem Frühstücksmüsli. Das müsste der Hafer, also die Haferflocken sein. Und bei den Nudeln würde ich sagen, dass das auch Weizennudeln sind, oder? Nein, das, Lisa, das sind die Dinkelvollkorn und das siehst du da dazwischen, das ist ein dunkleres Mehl. Mhm. Und das ist jetzt in dem Fall, sind das die Dinkelspaghetti. Ja, Tanja, eine Frage habe ich noch. Und zwar sind ja da so Zahlen auf den Deckeln draufgeschrieben. 630, 550, was bedeutet denn das? Das heißt, je höher dann die Typisierung ist, die Zahl, desto mehr Anteil an Schale drin, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Vitamine. Und beim hellen Weizenmehl ist es natürlich die Stärke. Und das siehst du an deiner Semmel, die ist richtig aufgegangen, richtig toll, das macht natürlich die Stärke aus. Okay, also desto höher die Zahl, desto vollwertiger ist es. Ganz genau. Wie viele Semmeln glaubt ihr, dass man aus dem Getreide vom Feld hinter mir backen kann? Wir wissen, auf einem Quadratmeter Ackerfläche wächst Getreide für 15 Semmeln. Die Ackerfläche beträgt 18.700 Quadratmeter. Das heißt, 18.700 mal 15 ergibt genau 280.500 Semmeln. Und die backen wir jetzt, also zumindest ein paar davon. So Lisa, jetzt schau, jetzt haben wir den Teig fertig. Guck an, richtig klasse, ganz einfach, simpel. Mhm. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man dann es absticht. Stech mal ganz simpel die Stückle ab, tauchen das dann in die Sonnenblumenkerne. Ganz, schau. Und dann legen wir es einfach da drauf. Das darfst du, wenn du Lust hast, schau her, bitte gerne. Die nächsten. So von der Größe passt, oder? Dann nehme ich mir Mohn. Tada! Fertig, oder? Nur nicht ganz, Lisa. Jetzt kommt es ins vorgeheizte Backrohr bei 250 Grad, 10 Minuten. Dann schalten wir aus und dann wird es noch 5 Minuten ruhen und dann können wir es rausnehmen. Richtig und dann super. Können wir es essen. Und dann können wir es essen. Klasse. Perfekt. kann ich das jetzt bitte jeden Tag zum Frühstück haben? Ja, wenn du jeden Tag um 5 Uhr aufstehst. Dann vielleicht nur am Wochenende. Ich sage auf alle Fälle danke, dass ich heute hier sein durfte. Danke an die bayerischen Bauern und Landfrauen für ihre wertvollen Lebensmittel. Bis zum nächsten Mal.